Ja, Leute, herzlich willkommen zum Teil 2 von unserem Let's Play Conan Exiles in unserem Dreier-Koop. Mit dabei natürlich wieder ich, der Tjal und der Asmurov. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich habe jetzt gerade mal das Feuer angemacht, weil da sind noch zwei Fleischfetzen. Was liegt denn hier für eine Leiche rum? Mein Gott. Ja, ich bin in der Pause mehr oder weniger gestorben. Ich weiß auch nicht, warum. Darf ich wenigstens meine eigene Leiche plündern? Geil. Du musst dir ein neues Bett jetzt setzen, weil die nur einmal funktionieren wohl. Oder du darfst nicht sterben, such's dir aus. Aber ich kann doch einfach ein anderes Bett benutzen. Probier's mal. Ich habe ein anderes Bett. Ja, ich habe einfach das benutzt, was hier jetzt ist. Gut, wie sieht euer Status aus? Okay, Wasser ist ja kein Problem, wir sind am Fluss. Essen bin ich bei der Hälfte, das heißt, so direkt dringend ist es nett. Essen bin ich voll. Und ich würde sagen, wir haben letztes Mal ja darüber diskutiert, wo wir bauen, und wir hatten uns gerade da drüben drauf geeinigt, ne? Also da an diesen, wo ich jetzt hinlaufe, in die Richtung, andere Seite vom Wasser, an diesen Steinen. An dieser Brücke da, ja, diesem, genau, was wir jetzt hier gerade auf dem Bildschirm sehen. Ja, genau, weil da können wir dann nach und nach hochbauen, auch wenn das wahrscheinlich noch etwas dauert, bis wir hochbauen können, keine Ahnung, müssen ja die Rezepte lernen, aber dann können wir damit anfangen. Apropos lernen, also erstmal muss ich jetzt mir wieder neue Klamotten machen. Was für einen Beruf, wir sollten mal über unsere Berufe reden, die wir hier machen. Leute, guck mal, auf der gegenüberliegenden, auf dem etwas kleineren Steinbrückending, da ist ein Lager. Doch Fahnen, da ist ein Lager. Ja, da ist ein NPC-Lager. Da nicht zu dicht dran, da bin ich durchgekommen, als ich zu euch gelaufen bin. Ja, wollen wir nicht trotzdem erstmal über unsere Berufe reden? Ja, sehr gerne. Ja, also. Was habt ihr denn jetzt? Ich hab Handwerker, Lehrling, Steinmetz, Lehrling und Söldner. Also Handwerker und Steinmetz lernt, glaube ich, jeder automatisch, weil du musst es nehmen. Und dann kannst du anfangen, dich zu unterscheiden, ob du dann halt den Bogenschützen lernst, den Söldner lernst oder den Rohling mit dem Hammer dann. Also das ist, ich weiß auch noch nicht, ob man am Ende alles kann. Grundsätzlich, oder ob es wie bei Ark ist, wo du nur die Hälfte lernen kannst. Das heißt, wir sollten uns ein bisschen absprechen. Steinmetz, meiner Meinung nach, sollte potenziell jeder lernen, damit wir einfach zusammen gut bauen können. Ohne, also, ich habe jetzt noch Rüstungsmacher dazu gelernt. Ich habe Söldner gelernt. Jemand sollte die Holzkiste lernen, weil die brauchen wir. Genau, das heißt, entweder Holzkiste. Die habe ich noch nicht gelernt. Und Bogen. Was hast du die schon? Nee, die habe ich. Rüstungsmacher habe ich noch nicht gelernt. Aber wirst du dann machen, okay. Du machst Würde ich dann machen, ja. Das heißt, im Grunde wäre Bogenschütze noch relevant, dass wir besser jagen können, meiner Meinung nach. Hauptsache, irgendeiner kann Feuer machen, das haben wir schon. Und die Holzkiste halt wäre, denke ich, auch nicht verkehrt. Die ist auch Voraussetzung vielleicht für andere Sachen später. Nee, ist sie nicht, aber egal. Das wäre so das Ziel für die nächsten 1-2 Level, würde ich sagen. Also, Hook, wenn du irgendwie entweder Kiste oder Bogenbau lernst. Ja, also ich farm jetzt erstmal wieder meine Klamotten zusammen. Genau, ne? Macht erstmal das und wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal ein bisschen farmen. Was brauchen wir denn zum Bauen? Ist wahrscheinlich Stein und Holz, ne? Ja, man muss sich richtig viel Stein. Anmaß. Das heißt, ich baue mir jetzt erstmal wieder ein Schild und sammle dann Stein ohne Ende und Zwirn und so, damit ich euch dann Schwerter noch machen kann. Und das heißt, ich werde jetzt erstmal eine riesen Farmrunde einwerfen. Gut, ich habe hier schon mal ein Lagerfeuer gesetzt. Und ich würde sagen, wir bauen uns dann hier hoch. Bist du schon auf der anderen Seite? Ja, ich bin schon auf der anderen Seite. Ich komme ja gleich rüber. Da sind noch mehr Steine, weil ich bin noch auf der Insel, die so schön sicher ist. Hier geht uns keiner auf den Sack. Ach, da wo das Lagerfeuer jetzt am Strand ist, oder was? Ja. Okay, also da. Okay. Da können wir dann. Ja, das ist gut. Das ist gut, denke ich. Davon. Ich ziehe mir erstmal was an. Das ist einer von euch. Steht dann... Du hast langes, wallendes Haar, oder? Bug. Ja, langes, wallendes Haar. Ich glaube, das bist du. Ich hoffe, das bist du. Ja, ich stehe noch am Strand. Ja, ja, okay, die NPCs sind nicht nackt, glaube ich. Die haben alle immer irgendwas an. Nee. So. Die sind auch nackt. Ja, okay, jetzt fängst du an anzuziehen. Okay, dann bist du das so. Dann farme ich hier noch die Steine auf der Insel weg und dann komme ich auch rüber aufs Festland. Festland. Als würde ich hier auf dem Meer stehen. Ja. Und ich habe mal eine Frage. Hat einer von euch schon irgendwie eine bessere Möglichkeit gefunden, an Äste ranzukommen? Weil, die kriegst du teilweise noch beim Holzhacken. Ah, okay, weil ich denke mir echt immer so, oh, Äste, gerade wenn du so ein Lagerfeuer bauen willst. Also, da denke ich mir immer so, 50 Äste. Hallo? Also, die Fettraupe sah gerade sehr lecker aus, die nehme ich mit. Lecker, Schmecker? Ich glaube, die Fettraupe ist das beste Food im Spiel. Ja, genau. Vorausgesetzt, du hast sie unendlich zur Verfügung. So, Klopf.
Klopf, ich glaube, fang dich, ich fang dich. Ich kann ihn nicht fangen, ohne ihn zu töten. Wen denn? Das Kaninchen. Ah. Da störe es. Also ich. Also XP geht durch Farmen zumindest schon mal nicht so rauf, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, das kann man halt alles einstellen, aber, ja, aber würde ich. Ja. Wir spielen ja Standard-Level, sage ich jetzt mal gerade, ne? Also alles eins. Haben wir gar nicht gesagt, ne? Weiß gar nicht, ob es relevant ist. Was spielen wir? Also, falls dich einer fragt, ja, du kannst auf dem Server einstellen, wie viel Schaden du kriegst prozentual, wie viel du farmst prozentual, bla 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 bla, und kannst halt das Spiel leichter machen, indem du halt quasi die, ich sag jetzt mal, die Progression von deinem Level erhöhst oder sowas. Ja, keine Ahnung, aber wir haben ja alles auf Standard gelassen. Okay, ich würde jetzt die ersten, Foundations. Ja, Fassaden setzen. Dann lass mal gucken, weil der Berg beugt sich ein bisschen nach vorne. Willst du quasi hier, wo so? Ich gerade hinlaufe? So? Ist das nicht sowieso eine eigene Ebene? Das ist eine Ebene. Ich muss mal rüberlaufen, damit ich den zuschauen kann. Ja, genau, komm mal rüber. Komm mal erstmal rüber, lass ihn mal kommen. Und dann werden wir das schön diplomatisch eine halbe Stunde ausdiskutieren. Ja, mindestens. Wir müssen ja Content produzieren. Ja, weil also ich bin halt nicht sicher, ab wann wir hochbauen können, weil wenn ich jetzt mal Rezepte lerne, die Säule geht ab Level 7, diese Sandsteinsäule, die brauchst du, glaube ich, um hochbauen. Nicht unbedingt. Geht auch so? Ja. Kann ich dir sagen. Habe ich schon irgendwo gesehen. Okay, okay, gut. Weil ich weiß ja nur, die haben hier irgendwas mit Statik. Oh. Es gibt auch Wände. Statik eingebaut, dass man da so ein bisschen drauf achten muss. Sag, wenn du da bist. Ich bin jetzt beim Tjal. Okay. Wo bist du denn? Ich bin auch eigentlich hier irgendwo. Ich komme mal wieder raus ins Feuer. Dann seid ihr da. Ja, da können wir eigentlich machen. Da an der Wand, oder? Hier an der Wand? Entweder da oder hier bei dieser kleinen Erhöhung, weil dann kann das Ziel erstmal sein, dass wir auf diese kleine Erhöhung hochbauen. Und von der aus bauen wir dann weiter ganz nach oben. Wir hochlaufen. Ja, stimmt auch eigentlich, ne? Wollen wir einfach direkt gleich oben drauf bauen? Weil dann müssen wir halt jedes Mal außen rumlaufen, wenn wir da hinwollen, ne? Halt viel Laufstrecke, weil hier unten sind wir dicht am Wasser, haben da die Insel mit viel Holz und so. Da haben wir nicht so weit wegen Ressourcen. Aber mir ist egal, sucht euch aus. Also wir können entweder hier, wo ich jetzt springe, oder da halt weiter links direkt an den großen Berg dran, wenn ihr wollt. Gleich direkt an den großen. Okay. Ja, wir werden eh wahrscheinlich auch noch so zwei, drei andere Häuserchen dann da hinsetzen, ne? Irgendwie. Weil du baust ja nicht ein großes Gebäude. Das sind ja am Ende mehr so viele kleine verbunden mit Brücken und Treppen und so. So, was ich jetzt mal machen werde. Immer noch Zwirn. So. Wir sollten uns noch ein Bett bauen hier. Leute. Was ist was? Seht ihr diese Schatten, die hier rumfliegen? Hä? Ich glaube, es fängt gleich ein Sandsturm an. Dann bau schnell. Wir brauchen kein Dach unbedingt, aber wir brauchen zumindest. Ich sehe jetzt nichts am Horizont, aber der Berg ist halt auch komplett im Weg. Ich glaube aber, wenn wir uns dicht an den Berg schieben, zählt das schon als Zuflucht. Lass mal gucken. Ja, also ich habe hier schon ein bisschen Zuflucht. Je nachdem, wo ich stehe. Also. Okay, naja, was müssen. Also. So. Für mich kommt was brauchen wir denn? Wir brauchen für die Foundations Stein und Holz, aber hauptsächlich Stein. Also es ist meistens so 10-mal so viel Stein, wie du Holz brauchst. Okay, dann hauen wir jetzt ganz viele Steine kaputt. Genau, haufenweise Steine. Ich habe hier schon 300. Ich glaub, damit kannst du Foundations schon mal machen. Ich schmeiß dir das einfach mal hin. Bau du mal und ich, warte mal, drop. Also Foundations sind die Fundamente. Genau. Spielt ihr das auf Englisch? Oder nee. Sagt ihr es nur, weil es cool klingt? Weil es cool klingt, weil früher Ark gespielt habe. Ich hab Fundamente. Tjal, rechts, links, hier, da auf dem Boden. Das sind 300 Steine und 50 Holz oder so. So, und dann sammle ich jetzt mal und mache euch allen Schwerter. Und Schilde. Einfach mal aus Prinzip, weil ich es kann. Ich kann nicht mehr laufen. So, bei mir sind, Tjal, hier hinter dir. Ja. Dreh dich mal um. Da liegen auch noch Steine. Kann nicht mehr laufen. Achso. Bau die Dinger. Ich glaube, die fertigen Bauteile sind leichter als die Materialien. Ich mache ja auch schon. Okay. Klopf, klopf, klopf. Jetzt sind diese fliegenden Schatten verschwunden. Okay. Also ich habe auch noch keinen Sandsturm bisher gesehen. Ich habe zwar offline gespielt heute Morgen so eine Stunde, um mich halt mal ein bisschen besser in die Steuerung und sowas reinzufinden. Dass man nicht die ganze Zeit so viel suchen muss. So, wie geht das, wie geht das, wie geht das? Was könnte ich denn mal bauen?
Hast du noch Fertigkeitspunkt frei? Kannst du eventuell Ich Punkte lernen? glaube nicht ausgegeben, Dann verfügbar null. könntest du potenziell jagen. Also Mit wenn du was? nach, lass mal kurz Mit gucken. meiner Steinaxt? Ja, wenn du Nee, nach, mit warte meiner mal, Spitzhacke? nach Westen läufst, hier farm ich gerade, da sind so kleine Schildkröten und so Eier und sowas, so ein Nest. Ja, dann machen wir mal die Jetzt dunkel gerade. niedere Arbeit, ja. Die Sonne Niedere geht Arbeit. unter. Du bist ein epischer Tierjäger, während wir auf Steinen klopfen. So. Pflanzenfasern. Töte sie. Weil ich sehe nämlich gerade, ich verhungere gleich. Das ist mir gerade Ich habe noch eine Fettmade. aufgefallen. Ich habe auch noch, glaube ich, ein paar Insekten oder so. Ja, ich habe noch ein paar. Wirklich viel, aber die hauen wir uns mal rein. Drei Ich Stück klaue mal ein mindestens. paar Eier. Hält nicht lang. Verdorbenes Fleisch. Das verdorbene Fleisch brauchen wir auch noch, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe es erst weggeschmissen. Ja, nee, schmeiß erstmal weg, das kriegen wir so schnell wieder. Genau. So, dann laufen wir mal wieder zu unserem Feuer hin und schmeißen da mal was rein. Gibt heute Spiegelei. Sehr geil. Ich hoffe, das geht so, Nee, ich ey. glaube, die Eier kannst du so essen. Echt? Ja. Da gibt es im Zweifelsfall gebratenes Wildfleisch. Eher kann man so essen. Warte mal, Ja, guck ich mal, ob ich. Wildfleisch tun wir rein. Oh, noch so ein Nest. Nee, da ist nix. Fettraupe rein oder nicht rein? Probier's. Mach rein und dann halt Holz dazu einschalten. Gucken mal, was er alles verbrät und was er nicht verbrät. Ah ja, tun wir auch mal rein, mal gucken. Boah, verbrennt das schnell. Ja, ne? So. Riskier's jetzt nochmal, weil ich bin so weit unten. Ich werde jetzt mal ein Wildfleisch roh essen. Dann gibt es zwar wieder dieses Food Poisoning. Aber mal gucken, wie schlimm das wirklich ist. Sollen wir Ich glaube, erstmal damit ist klein nicht zu anfangen? spaßen. Bitte? Sollen wir erstmal klein anfangen? Ja, Reicht das hier so? mach irgendwie einen, weiß nicht, 3 auf 4 oder sowas. Weil wir müssen ja immerhin ein paar Betten reinkriegen. Hast du meine Steine noch aufgenommen? Ja. Okay. Boah, jetzt wird's dunkel. Ey, ich habe heute Morgen, als es dunkel wurde, ey, ich habe überhaupt nichts mehr in der Nacht gesehen. Ich habe mein Gamma auf Maximum erst draufgedreht, damit ich überhaupt irgendwas sehen kann nachts. Deswegen, an wer auch immer das jetzt gerade sieht, was ich hier mache, deswegen sieht das jetzt gerade so komisch aus. So, viele Pflanzenfaser, haufenweise Aua, Steine. Entschuldigung. Guck ich mal, ob ich euch mal ordentlich Waffen herstellen soll. So, wir haben Fleischfetzen, die früher mal Wildfleisch waren. Sehr geil. Da Eine sage ich nicht. Fettraupe, die sich nicht verändert hat. Okay, dann ist die so zum Essen wahrscheinlich, Und ne? Eier, die sich auch nicht verändert haben. Sind Aber die? liegt ja alles drin, das heißt, jeder kann dran, der was braucht. Ich gehe mal eben ins Wasser und trinke. Dann lege ich nämlich das Fleisch hier auch noch rein. Nehmen wir mal die beiden raus. Oh Gott. So, und da ich ja wieder eine Stufe aufgestiegen bin, gucke ich jetzt mal, was ich Vernünftiges machen kann. Verfügbar 1. So, was war das? Söldner. Was kann denn ein Söldner? Ein Söldner kann ein Steinschwert machen. Das hab ich. Also kannst du Bogen jetzt schon? Bogen, wo ist denn Bogen? Ich glaube ein bisschen weiter Ah, rechts. Bogenschütze. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil dann hätten wir dann Nee. noch nicht. Wahrscheinlich ein Da bisschen brauche höher ich noch Level, ne? ein, da brauche ich noch ein, ja, da brauche ich noch ein Was haben Level. wir denn sonst noch? Die Holzkisten kannst du dann auch noch nicht, ne? Du könntest halt Nee, Rohling kostet ist auch auch 2. Stufe 5. Ja, wir brauchen noch ein Ja. Level. Ja. Ja. Das dauert ein bisschen, glaube ich, bis man sich daran gewöhnt hat. So, herstellen. Fehlt denn jetzt immer noch Zwirn, Alter. Ja, hier ist auch nicht viel Grünzeug irgendwie, was man wirklich Alter, Steinschwert ist teuer, Jungs. abtragen kann. Ja, und was glaubst du, wie schnell das zerbricht, so ein Ich hoffe, Steinschwert? dass man das dann günstiger reparieren kann, genauso wie Ja, die kann man. Pickaxe und sowas da. So. Ich brauche. Ich gehe nochmal auf die Insel rüber. Wir brauchen echt Zwirn ohne Ende, weil unsere Klamotten ja mit Sicherheit auch bald kaputt gehen. Meine sind noch voll in Ordnung. Ja? Oh, haben doch noch einen Lendenschurz, oder? Genau.
Der geht nicht kaputt. Da oben ist ein Vieh. Ja. Affe? Nee. Panzerechsen-Ding. Lass dich nicht penetrieren von dem Vieh. Nein, lass dich nicht. Ganz vorsichtig. Ich penetriere es mit meiner Axt. Oh, ich freue mich drauf, wenn wir das erste Mal diesen verdammten Drecks-Eingeborenen hier ordentlich die Fresse polieren, ey. Dem, die uns so lange gejagt haben. Ich bin sehr oft gestorben. Ja, deswegen. Und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir brauchen ja irgendwann dann noch Sklaven. Oh ja, darauf freue ich mich noch mehr, unsere ersten Sklaven. Oh, das sammeln wir alles schön ein hier. Dann habe ich doch einen Hasen erspäht. Oh, so langsam kriege ich Hunger. Ist das einer von euch? Ich bin auf der Insel drüben. Ah, Alter. Steht doch mein Name drüber, mein Gott. Ja, jetzt erst, aber als es gerade so dunkel war, eben nicht. Das ist krass, wie dunkel das wird, das Spiel, ne? Jetzt wird's ja wieder hell. Ja. Aber da müssen wir dann auch gut ausleuchten bei uns. Weil man kann sich Fackeln herstellen, ne? Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, aber es sind irgendwie so Billigfackeln. Wir essen jetzt eine Fettraupe. So, was brauche ich für die Schilde? Holz und wieder mal Zwirn ohne Ende. Also so viel Futter gibt dir eine Fettraupe aber auch nicht. Ja, selbst dieses Wildfleisch, da musst du 5 Stück oder so von essen, wenn die gebraten wurden. Ja. Das ist schon ganz schön. Okay, wenn ich mal eine gescheite Waffe hätte? Na nee, egal. Ja, ich komm gleich. Ich hab jetzt Schwerter gebaut. Ich sammle hier drüben noch ein bisschen. Die Eier respawnen übrigens, ne? Ja, die legen halt fleißig Eier, die Echsen. Na gut, diese Antilope brauche ich nicht jagen. Die läuft weg. So, jetzt machen wir eine Axt, dann machen wir noch ein bisschen Holz und dann kriegt ihr gleich alles Schwert und Schild. Yeah. Hat schon jemand einen Nutzen für Rinde gefunden? Nein. Okay. Kaninchen, wo bist du? Wo ist das Kaninchen? Da ist das Kaninchen. Wüstel? Na, wenigstens mangelt es nicht an Tieren. Das musst du dir vorstellen, du spielst es auf einem öffentlichen Server, wo wahrscheinlich die Community wie in jedem Survival-Game immer grundsätzlich alles sofort tötet. Ja. Wenn es sieht, ne? Du musst so schon. Das wird auch so sein. Aber ja. Ich glaube, dann würde ich sofort zum Kannibalen werden, weil da gibt es am meisten zu essen. Fleisch. Naja, es ist ja sogar eine Option hier. Ja, ja, richtig. Habe ich auch schon gesehen. Nickel, hör auf zu hoppeln. Zu hoppeln, du Sau. Hör auf zu hoppeln. Alter. Ich muss aber unbedingt weiter was herstellen. Wer hat denn jetzt die ganzen Palmen hier weggemacht? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur drüben auf der Insel. Ich mache auch nichts. Ich mache hier gar nichts. Egal. Oh, tja, wer weiß. Vielleicht sind wir hier gar nicht auf dem lokalen Server. Ach, Quatsch. Einer von euch hat die Palmen hier alle weggemacht. Ich mach keine Palmen weg. Ernte nur in Bodennähe. You're caring too much. Ja, das ist scheiße. Spielst du doch auf Englisch? Nee. Aber warum machst du denn hier die ganzen Palmen weg? Manche Sachen sind noch nicht übersetzt. Ging um die Palmen, die direkt da vorne stehen. Ehrlich, aber nahrhaft. Ihr esst Palmen? Nee, ich habe es gerade. Nein, es geht darum, weil ich Holz brauche. Ach, er braucht Holz. So, so. Ich glaube, ich ziehe da allein ein. Was? Das mal vergessen. Dann bauen wir einfach eine. Ach, diese. Genau. Dann benennen wir dich zum Kerker. Ja, genau. Oh. Okay, so. Brauchen wir jetzt Sandstein-Dinger? Ich weiß nicht, wer es da bisher gebaut hat. Müssen wir mal einen Blick drauf werfen. Theoretisch können wir Wände decken, eigentlich können wir alles gebrauchen, je nachdem wie groß wir es machen. Wände brauchen wir jetzt erstmal. Und ich mach die Tür, also den Türdurchgang. Okay. Okay, ich mach erstmal Wände.
6 Stück kann ich. Dann mache ich ein paar Decken. Eine Tür brauchen wir. Okay, dann halt, wer auch immer du bist. Du bist ja Tial, warte. Ja. Don't move. 50 Holz und Zwirn. Dip. Und dip. Zwirn, und da ist der andere. 10. Oh, keine hektischen Bewegungen. Ich schmeiß vor dir jetzt ein Schwert hin und ein Schild. Und Bert. Bitteschön. Dankeschön, was immer du gerade getan hast. Ein Schwert und ein Schild hingeworfen. Also ich würde sagen, den Eingang machen wir hier hin, weil man hier gut durchlaufen kann. Das einfach da. Wo kann man? Wo? Da wo ich gerade stehe, warte mal. So hier. Da in der Ecke, weil das ein Boden eben ist. Moment. Ah, so, also jetzt. Okay. Scheiße! Hä? Was hast du getan? Das Ding eine Stelle verkehrt gebaut. So, dann bauen wir nochmal einen Türdurchgang. So, Holz habe ich noch ein bisschen was. Ich habe einen Bug gefunden. Bauen will gekonnt sein. So, hier bauen wir das Ding. Wo ist denn dann der Eingang hier hinten rechts? Ach, da ist der Eingang, okay. Jetzt müssen wir noch eine Tür bauen und für die Tür fehlt mir noch ganz viel Holz. Und noch etwas Zwirn. Hier, ich würde gern Pflanzenfaser loswerden. Ja. Hier. 83 Pflanzenfaser. Hört noch mal ein paar Dinge. Ich habe nämlich dann das Gefühl, dass es damit sehr viel Zwirn. 10 Zwirn sind 30. Nimm, 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 Zwirn, Zwirn, Zwirn. Wo war denn dieser Knubbel? Der Zwirn ist hier. Wir stellen mal 10 Zwirne her. Und brauchen jetzt Holz. Ich meine, wächst ja alles nach. Richtig, richtig. Oh. Item broken! Oh mein Gott! Kannst du trotzdem reparieren. Reparieren? Nein, ich baue mir jetzt eine Axt, die ist eh besser als eine Spitzhacke zum Bäume fallen. Ach so! Ja! Das hätte ich dir auch empfohlen. So, wir haben jetzt eine Baumfäller-Axt, super. Stirb, du hässlicher Imp. Groß und hässlich, mit dir möchte ich mich nicht anlegen. Okay. So, wir haben jetzt 16 Holz. Für die Tür brauche ich aber stolze 50 Holz. Also brauchen wir noch ein paar Bäume. Okay. Was? Ich teste nur gerade den Kampf ein bisschen. Also Power Attacks, also was kann man, wie man das nennt, so starke Angriffe, wenn du gedrückt hältst. Die Imps zumindest werden davon ziemlich stark zurückgeworfen. Also ich konnte den eben machen, der hat mich nur einmal getroffen. Muss man zwar ein bisschen mit testen, dass man die auch ordentlich trifft. Aber das scheint sich zu rentieren. So, ich gehe jetzt gerade mal hinten auf die Anhöhe. Mal gucken, nicht, dass wir da irgendwas... 61 Holz, wir können eine Tür bauen. Super. Sehr schön. Das Ding fast fertig, oder? Ein paar Deckenplatten, glaube ich, noch? Ja, und noch ein paar Wände. Okay. Aber im Prinzip habe ich schon die Ressourcen jetzt für die Wände. Sehr gut, dann haben wir das. Ich glaube, jetzt bin ich über euch, oder? Ja. Okay. Manchmal hakt das schon ein bisschen, das Spiel. So, wir haben eine Tür. Sehr gut. Lass mal kurz gucken, was kann ich noch beitragen? Waffen habt ihr jetzt alle, ne? Gucken wir mal. Wir können auf jeden Fall erstmal wieder aufsteigen. Auch. Die Frage ist, was steigert man jetzt eigentlich? Was macht wofür Sinn? Gut, du kannst mit der Maus über die Sachen gehen. Da steht's drin, aber aus typischem, ich sag mal so, Ark. Wissen, weil das da genauso war, steigerst du wahrscheinlich am besten das, was die hier Grit nennen, das ist Stamina, dass du halt mehr sprinten kannst, mehr kämpfen kannst, oder
vielleicht noch Belastung, dass du mehr tragen kannst. Also würde ich jetzt Okay. spontan sagen. Also klar, Stärke ist, was macht das? Warte mal. Nahkampfschaden. Beweglichkeit habe ich nicht verstanden. Vitalität ist halt Leben. Präzision ist für Fernkampf. Hier musst du noch eine Wand hinmachen, ne? Mache ich denn jetzt Ja. hier? Komm, ich mach mal. Ich kann sogar noch eine bauen. So. Also die Herren, ich könnte jetzt die Holzkiste lernen. Okay, dann mach doch mal eine Holzkiste. Brauchen wir noch eine Steinsäule hier in der Mitte des Raumes? Glaub nicht. Ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass wir unsere Sklaven irgendwann auch schicken können, Ressourcen sammeln, weil es ist unglaublich, wie viel Zwirn du brauchst. Ich hoffe, kann ich was herstellen? Nee, was fehlt denn? 30 Steine. Steine fehlen. Holz hätte ich sogar noch. Ja, warte mal, dann holen wir noch ein paar Steine, dann machen wir die Decke weiter. Ich freue mich drauf, wenn wir treppen können. Du willst hoch hinaus. Ich will hoch hinaus. Das ist eins meiner Milestones in diesem Spiel. Ich möchte auf diesen Berg. Ich möchte was bauen, mit dem wir dann auf Okay. diesen Berg kommen. Und dann hoffe ich, dass wir was Geiles sehen. Die Sicht. Braun. Zum Beispiel. Oh, ah, hässliches Vieh. Hässliches Vieh. Ach so, ich habe ja auch mal ein bisschen vorgespielt und es gab sogar einen freundlichen NPC. Oh, tatsächlich? Ja, der hieß irgendwie was mit der Wanderer und der hat gesagt, ja, ey, hier musst auf dich aufpassen. Und so, es sind nicht alle so nett wie ich und naja, ich hoffe nicht, also ich glaube nicht daran, dass wir uns wiedersehen. Na gut. So, auf die Art und Weise, weil er denkt, dass ich gleich tot bin. Das ist sehr nett. So Yeah, ungefähr. eine neue Decke. Und noch mehr Decken. Wir brauchen mehr Decken. Sollen wir gleich ein Loch drinnen lassen für eine Treppe, oder? Weiß halt nicht, wie weit wir leveln müssen, bevor wir die haben. Also, ich sag mal, wenn du dich reinstellst, kriegst du ja links dieses, wie heißt das auf Deutsch? Shelter-Symbol? Nein, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Zuflucht. Zuflucht. Also, wenn das Ja. voll ist, dann ist es eigentlich egal. Dann können wir auch. Uah. Uah. Nein, 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 nein. Mit zwei Oh, kämpfe ich nicht. ich verdurste, ich verdurste. Genau. Wenn das voll ist, dann ist es okay. Oder annähernd voll. Dann reicht es, um es Okay. hoffentlich zu schützen vor so einem Haben Sandsturm. wir schon eine Holztruhe? Ich sammle noch die Ressourcen und hoffe, dass ich das Schaleben zurückschaffe. Ich mache gerade auch noch ein paar Zwirn für dich dann. Also. Okay, ich wurde nur Oh, gerade von drei die Imps Eier angegriffen geben gleichzeitig. aber gut Futter. Ja. Okay, ich bin mental zurück. Sorry. Boah, Alter, ich hatte gerade drei Imps hier. Also die verfolgen dich gefühlt immer. Also ich bin nicht sicher, Ja, ob die resetten. ich glaub's Doch, nämlich auch irgendwann nicht, schon. dass. Ja, aber da Bin ist doch deine am Ausdauer Anfang, nicht bin mehr ich doch da. entkommen. Okay. Ja, musst ins Wasser. Im Wasser kannst du eh nicht schneller schwimmen. Ja, stimmt, ich glaube, die schwimmen nicht, ne? Kann durchaus sein, da hast du vielleicht So, recht. wo bist du denn? Wer ich? Ja. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich doch, ich doch, 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 ich weiß, wo ich bin. Ja, ich bin gleich wieder da. So, ich habe noch ein Deckenelement gebaut. Nice. Also, das habe ich noch in der Tasche. Laufen, laufen, laufen. Ah, oder ich weiß doch nicht, wo ich bin. Warte, doch. Warte mal, wir hatten uns an der dritten Insel. Jetzt geht's wieder los. Ah nee, da ist der. Okay. Ja, ich bin hier. Die dritte Insel, das letzte Viertel nach Ja. oben. Okay. Hat jemand von euch ein Schild? Ich glaube nicht. Ich hab ein Schild, Doch, ich hab ein ich. Schild. Hilfe! Was Ich werde Hilfe? verfolgt! Lauf, Ich werde lauf, 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 verfolgt! lauf. Komm uns entgegen. Das ist der Sepp. Ach Nee, ist er so. nicht. Doch, das ist der Sepp.
Boah, da war aber, da hinten ist doch noch einer. Da ist echt einer. Ja, sicher. Aber denk dran, Friendly Fire. Jetzt? Ah, der hat resettet. Okay, also die resetten wirklich. Kriegst du ihn? Aber ich will nicht das Fleisch von dem essen, du. Fleisch, ich will Fleisch. Das ist gegen meinen Glauben, Menschenfleisch. Ich hab den Schlangengott gewählt. Passt sie. Noch immer nicht. Oh nee, Alter. Versklavt die. Ich schneide dir den Weg ab. Jetzt ist sie in der Enge. Jetzt muss sie kämpfen. Alter. Die sind ja mega krass. Binder sie. Ja, genau hier ihre Silikonkissen. Oh, sie hat Pflanzenfasern dabei. Wir lassen die liegen, oder? Wir tun die jetzt nicht. Okay, das sehen wir dann in Asmurovs Video. Da ist einer! Ja, ja. Du mich auch, du. Ich hab wieder so gerade ein Essensproblem, stell ich gerade fest. Ah, hab ich Eier? Ich hab keine Eier. Okay, egal. Vanessa, da sind bestimmt wieder Eier drin. Ja, ich hab gerade wieder ein Fleisch so gegessen. Also eins überlebt man. Guck mal. Ah? Hier sind Eier. Eins nehme ich mir. Eins nimmst du dir. Wann kriegt man eigentlich neue Punkte zum Lernen irgendwie? Mit jedem Level ab. Hab ich gerade aber nicht. Die Sachen ist, das was wir jetzt gerade gelernt haben, also die Kiste, die hat mich jetzt auch 2 Punkte gekostet. Also ja. Ich weiß halt der Bogen nicht. Kostet nämlich auch 2. Kriegst später mehr. Okay. So, noch eine Sandsteindecke. So, ich habe ganz viel Fleisch. Ich mache uns jetzt mal schönes Abendessen. Okay, geh mal kochen. Geil. So, was brauche ich? Ich brauche das Problem Steine. War eben, ich hatte keine Stamina mehr, weil ich die verfolgt hatte. Da konnte ich wirklich nicht mehr zuschlagen. Das ist ja schrecklich. Ja, das war auch schrecklich. Wie viele Decken haben wir denn jetzt? Weil ich könnte auch also noch ich habe 2... ich habe 3. Wir brauchen noch... Achso, du bist auch hier drin. Ich mache erstmal eine Decke. Deck 7 brauchen wir noch, 7 oder 8? Echt? Ja, doch. Ja, aber guck mal, wenn du dich hier in die Ecke stellst, da hast du Zuflucht. Guck mal, ist schon komplett oben. Ja. Also, wenn wir irgendwann mal ein neues Gebäude bauen müssen, es muss nicht unbedingt eine geschlossene Decke sein. Das ist schon mal gut zu wissen. Also, 3 Decken habe ich. Ja, also, wir brauchen insgesamt 8, würde ich jetzt. Okay, dann mache ich mal weiter. Ein paar Steinchen klein. Warte mal, ich mache jetzt nochmal. Ich habe jetzt 2 gemacht. Ja, wir werden sie so oder so irgendwann brauchen. Ich habe jetzt gleich die Kiste fertig. Das ist sehr gut, dann kann ich da drin nämlich Ressourcen sammeln, damit ich Rüstungsfuzzi lernen kann. Wo ist mein Zwirn hin? Hä? Komm her, ich hab Zwirn für dich. Hast du? Ja, auch 10 Stück. Holz, warte, ich bin gleich da, ich brauche nämlich noch ein bisschen Holz und dann... Ich drop das vor der Tür. Ja, genau, schmeiß es einfach hin. Ich mach noch 3-4 Bäume hier. Ein paar Steinklötzchen hier, dann kann ich noch eine 4. Decke machen und dann reicht das. So, 3 Steinchen brauchen wir noch. Man kann echt nicht viel tragen, zumindest wenn man Holz und Steine halt mit sich schleppt, ne? Ja, also ich trage gerade 4 Steindecken mit mir rum, also wenn das nicht viel tragen ist, also... Ja, okay. Wenn man es so sieht, ja okay. So... Der Beutel hier wahrscheinlich, ne? Ja. Take all. So! Ich brauche noch... 3, 4 Zwirn, Rest haben wir. Ach, es sieht übrigens nicht schick aus, dass unser Haus hier nicht auf dem Boden steht an der einen Stelle. Ja, dann müssen wir noch ein zweites Zimmer davor setzen dann irgendwie, ne? Oder man setzt einfach nur eine... Ey Leute, wollen wir vielleicht hier eine Etage höher bauen, als ich hier es noch offen lassen? Und dann vielleicht eine Treppe nach oben machen? Können wir machen, so. Also, dass wir quasi ein Obergeschoss bauen und ich mache jetzt mal, warte mal. Ich mache jetzt hier eine Decke hin. Und hier. Und das lassen wir so. Jetzt machen wir hier eine Treppe hoch und dann bauen wir oben weiter und machen dann das Dach. Tada! Ja! Ja, das können wir machen. So, ich guck mal. So, jetzt haben wir eine Kiste auf jeden Fall schon mal. Kann man die parallel nutzen? Ja, sehr gut. Natürlich nicht. Ich tue da, ja, aber die hat nicht so viele Plätze, wie man braucht. Ja, denkt. Dann sollten wir Stein und Holz und sowas hauptsächlich wahrscheinlich reintun, ne? Ja, und hier heute. So. Ja, ich würde sagen, bitte das Zeug nicht benutzen, was ich da rein tue, weil diese Rüstungsdingsbums, die ist echt schweineteuer. Die kostet 260 Stein oder 260 Holz und
160 von dem anderen. Aber ich glaube, ich kann gar nicht alle Berufe machen, die ihr macht, oder? Ja gut, du hast das gleiche wie wir, aber es stimmt, dass du schon irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, man muss sich nicht absprechen. Nein. So, ich habe jetzt mal auf Treppe geklickt. Ja, jetzt steht hier Sandsteintreppe. Da steht, erfordert Steinmetzlehrling. Genau. Das bin ich eigentlich auch. Warum kann ich jetzt die Sandsteintreppe nicht machen? Weil du Level 7 sein musst, wie sie eventuell. Also alles, und ich alles, bin, ach Gott, ja. Ja, also alles, rot ist, ist über deinem Level. Was grün ist, hast du gelernt. Und was gelb ist, könntest du lernen, wenn ich es richtig gesehen habe eben. Ah ne, rot ist es auch, wenn man die Punkte gerade nicht hat, sehe ich gerade. Hast du noch Wände, Tjall? Nee. So, seid ihr hier beide drin gerade? Ja. So, Abendessen! Ja, dann... Da! Stell's mal auf den Tisch! Hast dir dein Fleisch auf den Boden geworfen? Mein Lunchpaket? Dein Lunchpaket. Tjall, wo bist du hin ungefähr? Ach da, ja, okay. Warte. Abendessen! Ding, 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 ding! Eil! So. Ein bisschen schade, dass die Foundations nicht so weit runtergehen, ne? Aber wir bauen da wahrscheinlich später eh noch was davor. Ja, das Haus wird nie so klein bleiben, wie es jetzt gerade ist. Ja, ne? Vor allem, wir haben ja den Hang, wir können ja hier unten später den ganzen Hang vollbauen. Ja. Jetzt habe ich ein Fleisch zu viel gegessen. Das ist ja schrecklich. Ich habe ein Fleisch zu viel gegessen. Hier nochmal ein bisschen was schlachten. So, jetzt gucken wir doch mal, wie kann man reparieren? Einfach nochmal drücken. Klingt komisch, aber das bleibt ja unten in deiner Statusleiste drin. Ah. Und dann drückst du den Knopf einfach nochmal und dann nimmt der Voraussetzung halt die Materialien. Ah, okay. Ja, ist ja einfach. Da drüben ist ein Typ. Wollen wir den töten? Westen. Gerade um die Ecke rum und da steht ein einzelner Mensch auf der anderen Seite vom Wasser. Warum willst du den töten? Weil er seine Freunde angerufen hat. Die kommen jetzt vorbei und wollen uns ausrauben. Okay, ja, wo bist du denn? Wir hier, direkt vor dem Haus. Bei uns, direkt vor der Tür. Ja, komm, lass mal schlachten. Bringe wir ein Gummihäschen. Habt ihr schon Schwerter? Ja. Das ist toll, ich hab keins. Hä, ich hab dir doch vorhin eins hingeworfen. Ach so, Moment. Ah, ach, das ist... ja. Das sieht noch nicht aus wie ein Schwert. Genau das meine ich. So. Meine Männerstimme ist wie eine Frau, irgendwie. Ah, du meinst diesen Spacken da am Lagerfeuer? Den Spacken da, siehst du den da drüben? Den haben wir jetzt. Zeig ihn mir mal, zeig ihn mir. Ach, da. Dann müssen wir aber rüberschwimmen. Ja, wir müssen den Weg abschneiden, ich geh rechts rum. Der darf nicht hinkommen. Er darf seine Brüder nicht anrufen. Okay, ich untersuche mal wieder, ob es hier Fallschaden gibt. 1, 2, bist bereit? Los, los, ja, rüber. Los. Los, rüber schon, rüber schon. Voll mutig zu dritt gegen einen. Oh, wir haben hier sogar eine Zuflucht. Ach, ich glaube, Wasser ist immer Zuflucht. Ha, oh, motherfucker, what's wrong with you? Alter. Mein Gott. Wer zur Hölle war denn das von euch? Der hat mich dabei. Oh. Welches Teil hast du denn untersucht? Ich hab den Arm und den Kopf. Ist der Kopf noch dran? Ich hab die Arme untersucht. Oh je, der arme Mann. Oh, ups. Okay. Okay, das Lagerfeuer nicht zerstören. Kannst du das benutzen das oder so? Nee, das ist ein Spawnpunkt, glaube ich. Ah, dass er wiederkommt? Ja. Ja, dann können wir ihn nochmal töten. Okay. So, jetzt gehen wir mal links rum. Also ich sammle hier mal noch ein paar Äste ein, wenn ich sie finde, weil die so schwer zu finden sind. Und was ist das? Das ist Aloe Vera. Aloe-Blätter. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Das ist doch bestimmt ein Heilscheiß. So. Habe ich vergessen zu gucken. Ich wollte schauen, wenn wir ihn umkloppen, wie viel EP das gibt. Nein. Gab schon ein bisschen was. Ich brauch Steine. Hast du nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir schon spielen? Ich würde jetzt schätzen bald 30 bis 40 Minuten. Okay. Und die Frage ist, ob wir halt gezielte Cuts machen oder ob wir es einfach später schneiden. Was meinst du? Sollen wir gezielte Cuts machen? Ja, ich bin dafür. Wollen wir gezielte Cuts machen? Dann müssten wir jetzt langsam mal einen gezielten Cut machen. So, okay, wir haben Abend gegessen, wir haben Menschen getötet. Wir haben ein Haus gebaut, eine Zuflucht. Genau. Du wirst verfolgt.
Warum werde ich verfolgt? Alter, was ist das Vieh gerade laut, Mann? Ja, das Vieh will einen Cut mit mir machen. Ein Cut? Leute, oh. Kommt ihr klar noch? Ja, ich hab's gesehen. Mann und Imp, Alter. Was macht ihr für einen Stress wegen so einem dreckigen Imp? Wegen dem scheiß Imp, den habe ich schon mit blanken Fäusten getötet. Ja, ich auch. Aber die sind laut. Ich hab gerade so Stein gehackt und der Wug ist an mir vorbeigelaufen und der Imp dann auch und in dem Moment hat er sein Geräusch gemacht und es hat angehört wie irgend so eine riesige Bestie dann. Und deswegen machst du so einen Stress. Ja, Mann. Okay. Na gut, also dann machen wir jetzt hier einen Cut, ja? Okay, wir machen hier mit diesem Baum machen wir jetzt hier einen Cut. Nipp schnapp, dann bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal in Teil 3. Tschö. Tschüss. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare dazu freuen. Ihr könnt auch einfach mal drüber nachdenken, mir ein Abo zu geben. Das hilft mir weiter und ihr werdet natürlich auch informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis zum nächsten Mal.